An manchen Tagen wissen Jörg Schalldach und seine Mitarbeiter im Krematorium Meißen gar nicht mehr, wohin mit den vielen Särgen. Normalerweise werden hier an einem Tag 40 Leichen verbrannt. Doch seit Ausbruch der Grippewelle arbeiten die Männer rund um die Uhr, erzählt er, auch nachts und am Wochenende. Die Todeszahlen aus den Nachrichten. Im Krematorium Meißen werden sie zu Bildern. Es ist überfüllt. Seit Monaten laufen die Öfen hier nahezu rund um die Uhr. In jedem Flur, auf jedem freien Platz stehen Särge. Das ist Corona, das ist alles Corona, da können wir hier stehen bleiben. Wir haben das in Berlin zuerst gemerkt, ganz einfach dadurch, dass die Sterbefälle, die aus Berlin kamen, natürlich in der Anzahl angestiegen sind. Dann haben wir natürlich auch festgestellt, dass die Beurkundungen in den Standesämtern in Berlin gar nicht mehr so vonstatten gingen. Die hatten also dort auch Rückstände aufzuarbeiten. Dieses Jahr haben wir schon 128 Corona-Verstorbene eingeäschert und vergangenes Jahr mit dem Sterbedatum des letzten Jahres haben wir schon über 900 Verstorbene auch eingeäschert. Was wir gerne den Corona-Leugnern sagen würden, ist natürlich das, dass wir die gerne zum Arbeiten hier einladen. Diese schwere Arbeit, das können natürlich auch mal die Corona-Leugner machen. Grippe gibt es ja gar keine mehr. Es gibt ja fast gar keine Infektionen mehr. Es gibt ja bloß Corona oder Corona. Grippe gibt es gar nicht mehr. Auch andere Todesursachen. Alles zurückgegangen. Komisch, oder? Da kann irgendwas nicht stimmen.